BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Einen schönen guten Abend alle miteinander. Es tut mir sehr leid, dass wir das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 gerade im Presseraum abbrechen mussten. Das gab dann doch einiges an Gelächter. Den Spielstand kenne ich allerdings gar nicht. 1-0. Tut mir leid, wie gesagt. Ich begrüße beide Trainer, Markus Weinziel für den FC Augsburg und Thomas Tuchel für Borussia Dortmund. Und bitte, wie es üblich ist, den Gästetrainer um seinen Kommentar zum Spiel. Zuerst Glückwunsch an Thomas und Borussia Dortmund zu diesem Sieg heute. Wir haben heute schlechte erste Halbzeit gespielt, wo wir zu passiv waren, mit zu viel Respekt unterwegs waren, wo wir dem Gegner zu viele Räume gegeben haben. Und natürlich hat Borussia Dortmund auch sehr viel Qualität, hat es auch sehr beeindruckend gespielt und auch umgesetzt. Mit dem 3-0 war das natürlich bitter für meine Mannschaft, aber das haben wir in der Halbzeit nochmal neu besprochen, dass wir uns nicht so passiv zeigen wollten, dass wir mutig agieren wollen, dass wir frecher sein wollen, dass wir nicht so spielen wollten, wie es wir vor allem in den ersten 20 Minuten getan haben. Und ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir das auch besser gemacht, waren mutiger, sind weiterhin rausgekommen, haben den Gegner frühzeitiger und vor allem aktiver unter Druck gesetzt und waren dann auch besser im Spiel. Ärgerlich ist natürlich die Niederlage, ist natürlich alle 5 Gegentore, aber die letzten beiden Gegentore waren völlig unnötig, weil die Mannschaft gerade zweite Hälfte besser gespielt hat wie in der ersten Halbzeit. Und auf das wollen wir auch aufbauen. Ist klar, dass wir hier nicht Favorit waren, ist auch klar, dass es ein super Stadion ist mit einer super Mannschaft und wir das heute wieder miterleben durften, aber dass wir es besser machen wollen, ist auch außer Frage. Und dazu haben wir in den nächsten Wochen Zeit. Wir spielen jetzt im Pokal in Freiburg und dann haben wir 2 wichtige Heimspiele und dann wollen wir da sein, wollen wir es besser machen und wollen so agieren wie von der 45. bis zur 85. Minute. Dankeschön. Danke, Markus Weinziel. Thomas, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, vielen Dank, Markus. Ja, wir sind natürlich sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit, mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir haben uns viele Torchancen herausgespielt. Wir haben insgesamt, glaube ich, jetzt 19 Torschüsse. Wir wissen allerdings auch, obwohl natürlich die Tore spektakulär waren und die Torchancen spektakulär waren, haben wir eine sehr dominante erste Halbzeit gespielt und wir wussten und wir wissen, was wir dafür auch wegverteidigen mussten und was wir wegverteidigt haben, wie fleißig wir waren, schon in der vordersten Reihe. Wir wollten völlig unabhängig vom Tabellenplatz, gab es viele Bilder, in denen wir gesehen haben, dass Augsburg, wenn man ihnen Zeit gibt, im Zentrum zu spielen, dass es gefährliche Laufwege hinter die Abwehr gibt, dass es gefährliche Flugbälle, Chipbälle hinter die Abwehr gibt. Eigentlich etwas, mit dem wir auch in den letzten Spielen etwas Probleme hatten. So, wir wussten, wenn wir sie spielen lassen, werden wir Probleme bekommen und haben uns deshalb für einen sehr offensiven und sehr mutigen auch Verteidigungsansatz entschieden. Haben den deshalb, das geht ja manchmal dann auch unter, wenn so ein spektakuläres Ergebnis dann am Ende steht. Deshalb weiß ich, was wir heute auch in die Verteidigung investiert haben. Ich freue mich sehr, dass wir so deutlich dann noch gewonnen haben. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass wir die zweite Halbzeit gewonnen haben. Wir haben durch das Tor ein bisschen an Sicherheit verloren. Augsburg hat dann auch nochmal, so wie Markus es gesagt hat, auch nochmal ein bisschen mutiger gespielt und auch nochmal mehr von ihrer Qualität gezeigt. Und wir haben so im Gefühl des Sieges und mit dem plötzlichen Gegentor etwas unsere Sicherheit, unser Vertrauen verloren, was aber heute überhaupt nicht im Mittelpunkt meiner Analyse steht, sondern nach den 15-20 Minuten, in denen wir uns dann zurückbeißen mussten, was wir dann auch getan haben, man das Spiel dann wieder dominiert und freue mich sehr, dass wir die zweite Halbzeit auch noch gewinnen konnten und sind damit rundum zufrieden und sehr glücklich mit der Leistung und selbstverständlich mit dem Ergebnis. Danke, Thomas. Einen Gewinner gibt es übrigens auch unter Ihnen. Dietmar Nolte hat einen neuen Freund gewonnen in unserem Huawei-Tippspiel, ein Huawei Mate S. Herzlichen Glückwunsch dazu von uns. Es gibt sicher Fragen an beide Trainer. Wenn Sie eine haben, dann bitte ich um rechtzeitiges Handzeichen und wir sind schnell mit dem Mikrofon bei Ihnen. Der Herr in der zweiten Reihe, bitteschön. Ja, Herr Tuchel, Pierre-Emerick Aubameyang hat heute wieder 3 Tore gemacht, zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage. Und er hat gerade unten gesagt, er hätte gestern mit seinem Bruder gewettet, dass er heute wieder 3 Tore macht. Woher nimmt er diese Sicherheit? Die Frage ist, woher nimmt er die Sicherheit, dass ich ihn nicht auswechsel dann in der 80. Minute? Das wäre mal die erste Frage, die sich stellt.
sollte er sich in Zukunft beeilen, wenn er diese Wetten weiter erfüllen möchte. Aber im Ernst, also ich bin sehr glücklich, Ober in der Mannschaft zu haben. Es ist eine große Freude, sein Trainer zu sein. Wisst ihr, ich mache es vielleicht mal am einfachsten. Ich habe an anderer Stelle auch ihn schon gelobt und das alles auch gesagt. Aber ich mache es vielleicht mal an einem Beispiel, wenn Sie mal schauen, mit welchem Teamgeist Ober die beiden Tore in Mainz auflegt. Das war vor 2 Spieltagen, unserem wichtigen Sieg in Mainz. Und wie sehr er sich freut, dass Marco dieses Tor macht. Und wie sehr er sich freut, dass Micky dieses Tor macht, das er aufgelegt hat. Dann muss ich sagen, dann geht mir das Herz auf. Und dann ist das etwas, was ganz außergewöhnlich ist, dass unser Torjäger, der sich wirklich so dem auch verschrieben hat und der dieses unbedingte Ziel auch hat, den Willen hat, immer wieder zu treffen, der sich darüber definiert, so ein totaler Teamplayer ist und sich so mit anderen freuen kann. Und deshalb bin ich überzeugt davon, diese Energie auch wieder zurück. Und jeder gönnt es ihm dann. Und ja, der hat eine Phase, oder es ist keine Phase eigentlich, er strotzt vor Selbstvertrauen, er ist überzeugt von seinen Fähigkeiten. Er gibt viel in die Mannschaft, was ich jetzt an dem Beispiel gesagt habe, und bekommt das zurück. Und ich bin sehr glücklich natürlich über seine Art, das auch so durchzuziehen und so zu treffen. Ist großartig. Gibt es weitere Fragen? Wir möchten Sie nicht zwingen, dann sagen wir herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wünschen unseren Gästen aus Augsburg eine gute Heimreise. Ihnen natürlich auch. Danke. Tschüss.